Hallo und herzlich willkommen, liebe Magenta Sportfans, zur Kühlbox Homeoffice. Und wir schalten wieder direkt rüber ins Mannschaftshotel der U20-Nationalmannschaft. Wenn du dir eine Fähigkeit von einem deiner Mitspieler, also bei der U20, klauen dürftest, welche wäre es? Du, ich glaube, Tim Stützel, sein Hockey-IQ, seine Übersicht auf dem Eis und wie er halt einfach auch in Räume reingehen kann und dann da auch in so kleinen Situationen einfach dann auch manche einfach dumm aussehen lässt. Ne? Ich glaube, da würde ich die Schlittschuhfähigkeiten von Timmy nehmen. Warum gerade die? Der Timmy ist ein unfassbar guter Skater. Wie schnell er aus den Ecken rauskommt, seine Tight Turns, wie schnell er da Speed aufbauen kann. Ich glaube, das ist schon eine Fähigkeit, die zu bewundern ist. Und es wäre unglaublich, genauso gut zu sein wie, oder genauso gut Schlittschuh laufen zu können wie er. Der Tim, was ist der intern für ein Typ? Also der Tim ist auch immer sehr kommunikativ, versucht auch viel mit den Jungs zu reden, ist auch immer für den Spaß zu haben. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen versuchen wir natürlich, uns als Team zu verbessern. Wenn du dir eine Fähigkeit von einem deiner Mitspieler klauen dürftest, welche wäre es? Das ist schwer zu sagen, aber ich würde sagen, vielleicht von dem einen oder anderen das Defensivspiel. Da kann ich mir auf jeden Fall was von klauen. Ich glaube, das wird mir ganz gut tun. Boah, nee, ich denke mal, ich würde gerne ein bisschen bessere Hände haben wollen, also zum Zocken. Und ja, ich glaube, ich würde die dann, denke ich mal, vom Peterka nehmen. Eine Fähigkeit. Ja. Ist das jetzt so aufs Eis bezogen? Nein, oder? Nein, es ist im Leben so. Generell. Ich würde sagen, so den einen oder anderen Spruch von Manu vom Allwerk, der ist immer gut drauf, immer für einen Witz zu haben, deswegen würde ich sagen das. Wer ist denn deine wichtigste Bezugsperson bei dir im Verein? In München jetzt? Ja. Ich würde so sagen, von den Älteren auf jeden Fall der Conny. Für alle Eishockey-Fans Conny Abelshauser logischerweise. Der mich auch gut rangeführt hat an das Profi-Eishockey und alles, deswegen würde ich sagen, ja, mit ihm. Boah, ich denke mal Mark Hettich. Also der ist ein geiler Typ und der spricht auch sehr viel und labert und ich denke mal, von dem kann man auch sehr viel lernen. Familie Wolf muss ich da ganz oben mit zuzählen, die immer auch ein offenes Ohr für mich hatten und ja, sich auch ein bisschen um mich gekümmert haben sozusagen, weil ich ja noch, als schon alleine gewohnt habe auch. Aber ja, also im Endeffekt hat jeder ein offenes Ohr für mich und ich habe sehr viel mit allen Spielern zusammen gemacht, aber ich denke, Familie Wolf war da schon ganz oben mit dabei.